Gianluca Capuano bei uns zu Gast. Er wird am 21. August bei unserem Festival Life is Live ein Konzert mit Cecilia Bartoli dirigieren und natürlich mit seinem Ensemble Les Musiciens du Prince Monaco. Herzlich willkommen, Gianluca Capuano. Danke für die Einladung. Herr Capuano, Sie konnten in den letzten 5 Monaten wegen der Corona-Krise ja nicht auftreten. In Europa war Italien, also Ihr Heimatland, vom Virus zunächst am allerstärksten betroffen. Wie haben Sie diese furchtbare Zeit erlebt? Ja, und Lombardia, die Region, wo ich lebe in Mailand. Ja. Wir wurden sehr tief getroffen, leider. Aber jetzt, wir haben auch eine Hoffnung, wieder zu anfangen mit der Musik. Viele Theater fangen wieder Programme zu erstellen an und zum Beispiel in Roma, La Scala auch in den nächsten Wochen. Und so, wir haben die Hoffnung, dass alles zur Normalität wiederkommen kann. Ja, und inzwischen sieht es ja in Italien auch gar nicht mehr so schlecht aus. Ja. Ja, in der Tat, es gibt nicht so viele Fälle im Moment und wir hoffen auch, die Kurve wird immer niedriger. Ja, was hat dieser Lockdown für Sie persönlich bedeutet? Wie hat sich da Ihr Leben verändert? Es war so seltsam, weil einerseits, ja, ich habe so viele Produktionen und abgeben müssen, aber es war auch eine Gelegenheit für mich, weil ich hatte so viele freie Zeit, ohne das zu vorhersehen. Und ich konnte viel lesen, ich konnte schreiben, ich konnte viel Musik studieren. Und so. Es war ja eine seltsame Gelegenheit, sagen wir so. Und dass Sie viel lesen, sieht man ja hinter Ihnen an den ganzen Büchern. Ein Teil meiner Bücher. Ja, Präsenz in meinem Haus. Ja. Was lesen Sie da? Sie haben ja Philosophie studiert. Philosophie, ja. Ich beschäftige mich immer mit der Philosophie. Wenn ich Zeit habe, ich schreibe Philosophie und auch Musik natürlich. Hm. Wissenschaft, viel Interesse und ja, ich konnte das nicht sagen, dass ich 3 Monate frei haben würde. Und, seltsam und auch positiv in einigen Sinne. Um nochmal auf den Lockdown zurückzukommen, wie ging es denn Ihrem Ensemble? Ich denke, bei den Musiciens du Prince sind ja viele Freelancer dabei, oder? Alle Freelancer. Das Orchester ist ja nur mit Freelancer konstituiert und wir waren in Monte Carlo vor dem Lockdown. Wir waren gerade Contorie zu machen mit Cecilia auch und mit Moshe Leiser und Patrice Corroy, die 2 Regisseure. Und dann plötzlich, wir haben bis weit in der Zeit, wir wollten nicht abbrechen, aber dann am 11. März, die Theater in Frankreich wurden geschlossen. Hm. Carlo auch sollte abgeben. Und das Orchester war dabei, nach Monte Carlo zu reisen, aber das wurde auch sehr schwer. Die Gesetze der Staaten, die neue Lockdown, verschiedenen Staaten. Und dann, sie sind auch nicht gekommen und wir sind alle zu Hause. Ja. Und die finanziellen Einbußen, wie haben die Musiker das verkraftet und ausgeglichen als Freelancer? Ist schwer. Wir haben viele Leute aus verschiedenen Staaten in den Orchester. So, es hängt davon ab, wie jeder Staat geholfen hat oder nicht. In Italien haben nicht so viel geholfen, schade, aber muss man das auch sagen. Aber ich muss auch danken die Opera Monte Carlo, der einen Teil der Gage den Musiker gegeben hat, auch wenn sie nicht gespielt haben. Und auch die Fondazione Bartoli, der sehr ausgiebig eine
Förderung, eine, oh ja. Ja, eine Hilfe den Musiker gegeben hat, was sehr besonderweise. Nun kommen bessere Zeiten wieder. Am 18. August haben Sie mir gerade erzählt, geben Sie Ihr erstes Konzert wieder. Der Auftritt bei uns ist dann der zweite, soweit ich weiß. Genau. Und wir haben für diese Rückkehr ein Programm zusammengestellt, das heißt What Passion Cannot Music Raise, aus ein Zitat aus einer Arie aus Händels Cäcilienode. Ist eine bestimmte Botschaft, die Sie mit dem Titel verbinden, gerade in dieser Zeit? Ja, es ist fast nicht gedacht, weil wir haben ein solches Programm ein bisschen modifiziert, aber schon in Vergangenheit aufgeführt. Das war in der letzten Tournee mit Cecilia, das Farinelli gewidmet war, dieser große Sänger, Kastraten. Und so, wir hatten einige Stücke, die Meister Farinelli gesungen hatte, von Porpora, Händel und Caldara und andere Komponisten dieser Zeit gespielt. Und jetzt in diese neue Version, weil wir ein kürzeres Programm anbieten sollten, einige Arien dieses Programm bleiben und besonders die Schlussarie Händel, den Santa Cecilia, aber dann auch einige Händel, zum Beispiel Rinaldo, sie haben das Programm natürlich und wir freuen uns auf jeden Fall, die Gelegenheit zu haben, in diese schwere Zeit nochmals. Cecilia Bartoli hat ja das Ensemble Les Musiciens du Prince 2016 erst gegründet. Was ist das Besondere oder auch das Einzigartige daran? Was unterscheidet es von anderen alte Musikformationen? Ja, wie soll ich sagen, ich habe genauso in 2016 angefangen mit Cecilia mitzuarbeiten. Das erste Projekt zusammen war eine Norma in Edinburgh Festival. Ich war nicht vorgesehen, aber ich habe das Projekt regiert und das war der Anfang mit großes A für mich. Und dann die Musiciens du Prince waren dabei, kreiert zu werden. Und dann ab dem nächsten Jahr habe ich angefangen, immer alle Projekte mit Les Musiciens und Cecilia zu dirigieren. Und was besonders macht dieses Orchester, wir sind, wie schon gesagt, alle Freiberufer, die sind die besten, alle Musiker spielen auf Originalinstrumente. Ah, ja. Das ist die Besonderheit. Und sind wirklich die besten Musiker auf ganz Europa, die alte Instrumente spielen können. Nicht nur für Barock, sondern auch für die Musik der Klassik und auch Belcanto, weil wir haben schon viel Rossini oder Bellini auf Originalinstrumente gespielt. Das ändert viel an der Wahrnehmung. Was, und dann ab ein bisschen mehr als ein Jahr bin ich Hauptdirigent des Orchesters. Ich freue mich sehr natürlich. Wir können, ich und Cecilia zusammen, wirklich die einzelnen Musiker rufen und wählen und so, wir können wirklich das Beste leisten. Aber wie ist das, wenn Sie Händel spielen oder vielleicht sogar Musik, die noch älter ist und dann auf der anderen Seite Rossini oder Bellini, das ist ja auch, was die Instrumente angeht, eine Entwicklung gewesen in diesen 100 Jahren. Haben Sie denn verschiedene Instrumente? Ja, verschiedene Instrumente. Die Virtuosen, die auf alte Instrumente spielen können, im Allgemeinen können die verschiedene Instrumente von jeder Epoche, die Bläser vor allem, für jede Epoche muss man das Instrument wechseln. Aber prinzipiell die Weise, wie wir diese Musik ernähren, ist dieselbe, soll ich sagen, weil wir geben so viele Sorge für die Artikulation, die Stimmung, die
was wir im Allgemeinen in der alten Musik machen. Und, das ist besonders interessant, weil wir das, diese Weise an Bel Canto auch applizieren. Und vielleicht zum Beispiel, wir nehmen so viel Zeit, wie wir brauchen für Proben. Das ist nicht frei. Das ist ein großer Vorteil. Ja. Ich regiere viel moderne Orchester heute. Aber natürlich, es gibt andere Regeln. Es ist auch richtig, dass es so sei. Aber es ist selten, dass wir dasselbe Ergebnis schaffen. Nun sind Sie Chefdirigent seit einem Jahr, das haben Sie erwähnt. Cecilia Bartoli ist aber, soweit ich weiß, künstlerische Leiterin. Ja. Wie geht das zusammen? Ich würde sagen, perfekt, weil sie, wie sagt man, tröstet mich. Sie vertraut Ihnen. Ja, sie vertraut mich, mein Geschmack auch für die Musiker, wenn ich rufe oder nicht. Und ich weiß genau, was sie will. Und ich mache fast alle ihre Produktionen seit 2016. Und ich muss sagen, es ist eine sehr gute Chemie. Und, wir finden gut zusammen und sie ist sehr interessiert an die Untersuchung für die Philologie, die alte Musik. Ich habe das in meinem ganzen Leben studiert. So, ja, ich muss sagen, es funktioniert gut und ich hoffe, wir werden auch noch viele Jahre zusammenarbeiten. Was bewundern Sie an ihr am meisten? Cecilia. Ja. Cecilia. Haben Sie eine Stunde? Ja. Ich habe gefragt, am meisten. Ja. Ich sage immer, was mir besonders beeindruckt, ist ihres Verhältnis mit Text. Mhm. Text ist immer so präsent, Artikulation, Konsonanten, wie sie den Text zum Publikum wiedergeben kann, ist wirklich einzigartig. Ich finde das so selten in den anderen Sängern. Wenn ich auch zum Beispiel mit jungen Sängern arbeite, ich sage immer, versuchen Sie diese Farbe zu geben, nicht nur Melodie und Linie und was die Technik des Gesangs fördert und so weiter. Aber ja, Farbe und Rhetorik und Verhältnis zum Text, ich würde das so in zwei Wörter zusammenfassen. Und das ist wirklich, was auch an meinem Herz liegt, wenn ich Opera mache, weil dieser Aspekt natürlich besonders mit der italienischen Sprache des Textes, wie es wieder gegeben wird, ist so ein zentraler Punkt unserer Musik machen. Ich denke, das ist wirklich entscheidend, um eine Differenz in der Interpretation. Und bei ihr kommt aber doch auch diese wahnsinnige Bühnenpräsenz hinzu. Wenn sie auftritt, hat man das Gefühl, sie springt ins Publikum. Und wenn Stimme, die Einzigartigkeit der Stimme und so weiter, und wenn sie alles zusammen, das ist Cecilia Bartoli. Aber natürlich auch die Agilität. Ja. Aber ich denke, die Farben, besonders weise, die Farben, die mit dem Wort gebunden sind, ist ja wirklich einzig. Ich finde das so selten. Ja. Sie haben schon erwähnt, im Zentrum des Programms, was Sie jetzt vorstellen in Luzern, steht Georg Friedrich Händel. Aber Sie kombinieren ihn noch mit vier seiner Zeitgenossen. Und ich würde Sie jetzt bitten, dass wir jeden dieser Komponisten einmal kurz charakterisieren. Beginnen wir mit Händel. Was zeichnet ihn vor den anderen aus? Was ist das Besondere an ihm? Händel ist der, ich sage immer, der Shakespeare der Musik. So, er ist so tief gegangen mit dem Ausdruck des Gefühls. Ich denke, das ist die Hauptqualität dieses Gefühls. Auch sehr speziell für mich, wie Cecilia Händel singt. Mhm. Wir machen
fast alle Händel auf Italienisch, außer die Ode an Santa Cecilia. Die, aber ja, wie sie der italienischen Text mit diesen wunderschönen Harmonien kombinieren kann. Und, was ich versuche mit dem Orchester, ist immer eine Korrespondenz zu geben zu dem, was sie macht. Mein Ziel ist immer, das Orchester sprechen lassen, sozusagen. Mhm. Weil ein Hauptpunkt der Philologie ist, ein Instrument zu spielen, als ob er als eine Stimme wäre. Und das ist unser Ziel immer. Und das ganze Orchester sprechen lassen. Sie haben ja auch einige Arien ausgesucht, wo ein konzertantes Wechselspiel zwischen Stimme und Soloinstrument ist. Das genau, ist besonders schön. Genau. Wir machen ja viele, auch viele Solo-Arie für Instrument und Stimme. Wir machen auch ein paar Sätze-Konzerte mit Solo-Instrumente. Und das ist auch eine Weise, dass das Konzert ein bisschen leichter und variiert. Aber ja, natürlich Händel ist der Hauptpunkt dieses Programmes. Und wir haben Porpora, Nicola Porpora, sein Rivale und Konkurrent aus London. Nur noch ein Wort über Händel. Ja. In den letzten Jahren, in 2017 und 2019 in Salzburg, Alcina und Dario Dante mit Cecilia gemacht. Das war eine große, wirkliche Erfahrung für das Orchester, für mich. Und um in diesem Stil sich in Tiefe zu gehen. Und dann ja natürlich Porpora, der war der andere große Komponist. Porpora ist wie eine Brücke. Es ist fast, ich glaube, in demselben Jahr wie Händel geboren. Vielleicht ja, ein bisschen einige Jahre mehr gelebt, aber ungefähr dieselbe Epoche von Händel. Aber er ist wirklich eine Brücke. Er war, er ist auch der Meister, Lehrer von Haydn gewesen. Und das ist für mich ein besonderer Aspekt dieses Komponisten, weil wirklich eine Brücke zwischen Barock und Klassik sozusagen. Und der Stil von Porpora ist noch nicht so studiert worden und nicht so geschätzt, meiner Meinung nach. Und das ist schade, weil es gibt so viele Juwelen. Ja, und wir machen etwas auch, um diese Komponisten nicht zu vergessen. Sie bringen Arien, die er für Farinelli komponiert hat. Ja, genau. Weil ja, Farinelli war eng mit ihm verbunden und mit Händel. Wir können sehr genau sehen, wann ein Komponist für einen Sänger schreibt, weil der Stil ist derselbe. Das wurde genau für diese Stimme, die, zum Beispiel die Ornamentierung oder die Koloraturen und so weiter, für jede Stimmung der großen Sänger der Vergangenheit. Es gibt verschiedene Stilen von derselben Komponisten. Und wir können genau sehen, wann der Komponisten für Farinelli schrieben. Mhm. Und das ist auch sehr interessant, ich meine, weil wir haben verschiedene Hände, aber wir wissen, dass diese Hände für denselben Sänger geschrieben haben. Mhm. Das ist sehr interessant. Porpora war nicht nur der Lehrer von Haydn, sondern auch von Johann Adolf Hasse. Der ist nämlich bei Ihrem Programm auch dabei. Hört man da diese Verwandtschaft, Vater-Sohn sozusagen, im pädagogischen Sinne? Mit Hasse, Hasse ist für mich die zentrale Figur der Epoche von Metastasio. Ich nenne das so. Es ist einige Jahrzehnte in der Geschichte der Musik, wo die Texte von Metastasio waren von allen Komponisten in Musik, wie sagt man, vertont. Ja, vertont. Wir haben einige Titel von Metastasio, die bis 90 Male, 90 verschiedene Komponisten, zum Beispiel Olympiade
oder große Titel, Clemenzialität oder so weiter, von anderen, von so vielen Komponisten in Musik gesetzt wurden. Und Hasse war vielleicht die Hauptfigur dieser Epoche, weil er hat so viel geschrieben, eine so hohe Qualität immer. Ich würde sagen, ja, Hasse mit Galuppi, Jommelli, das ist die große Triade dieser Epoche. Und dann kommt Porpora. Porpora ist mehr experimentell sozusagen. Er findet interessante Lösungen, die ein bisschen nicht in der Mainstream-Linie gehen. Aber Hasse war die große Figur mit ihrer Frau Faustina Bordoni, die größte Sängerin dieser Epoche war. Und dann wir wissen, bei Händel gearbeitet hat. Hm? Genau. So, sie kannte genau die zwei Epochen sozusagen. Und sie hatte eine Brücke. Und dann wir wissen, dass der alte Hasse hat der sehr junge Mozart getroffen in Mailand. Und das war die Passage zu einer neuen, total neuen Epoche und Erfahrung. Also von Porpora zu Haydn und von Hasse zu Mozart. Genau. Zwei Fenster. Genau. Telemann ist mit einem Instrumentalkonzert vertreten. Georg Philipp Telemann, der wie Händel aus Mitteldeutschland stammte und auch mit ihm befreundet war. Aber dieser Telemann litt lange unter dem Vorurteil, dass man sagte, er ist ein Vielschreiber. Er hat über 3000 Werke komponiert. Wie beurteilen Sie die Stellung von Telemann und die Qualität seiner Kunst? Ich schätze viel Telemann, viel mehr als normalerweise gedacht wird. Und besonders die Oper von Telemann, die ich ziemlich gut kenne, aber sie sind so selten aufgeführt, weil er war auch eine entscheidende Figur in der Epoche der ersten deutschen Oper in Hamburg. Mhm. Er hat tief Händel influenziert. Ich bin sicher, dass es gab auch einen Effekt auf die Musik von Bach oder umgekehrt. Bach hatte sehr viel, zum Beispiel Reinhard Kaiser, die ersten große Komponisten der deutschen Oper in Hamburg gehört, ein bisschen der Stil auch für seine Musik genommen und dann wiedergegeben sozusagen. Und Telemann, er war der, wie sagt man, Erudito, er hatte viel studiert, mehr als Händel oder Bach, mehr als seine Kollegen. Ne? Er war Jurist auch, in die Uni gegangen. Und diese Epoche ist speziell für mich, weil es ist die Epoche, wo die Rhetorik in die Musik wirklich geht. Nach die Epoche von Monteverdi, der Anfang des Dramas. Aber alle diese Musiker, die in der deutschen Schulen, als sie Kinder waren, hatten Rhetorik und Latein und Dialekte, die alte Materien, die man schon aus Mittelalter studierte. Und Rhetorik besondersweise an die Musik appliziert, hat etwas ganz Besonderes geschaffen. Und das sieht man in den Werken von Telemann, von Bach natürlich und von Händel in eine andere Richtung. So, auch die instrumentale Musik von Telemann, ja, er hat sehr viel komponiert, wir wissen das, aber immer mit großer Sorgfalt. Sorgfalt, ja, genau. Und es ist nie so schnell geschrieben, sozusagen. Oder nicht interessant oder harmonisch irrelevant. Und das finde ich gut. Und trotzdem muss man sich überlegen, allein die Schreibleistung, ganz abgesehen von der Erfindungskraft, die eine Produktion von so vielen Werken voraussetzt, ist schon erstaunlich. Genau. Wenn wir denken, dass Bach mehr als 200 Kantaten komponiert hat und wenige Leute in der Welt kennen alle Kantaten,
Und, aber niemand wagt zu sagen, dass er zu viel geschrieben hat. Ja. Natürlich ist er der große Genie, aber wir sollten ein paralleles Denken über Telemann auch machen, ich denke. Muss man ein bisschen besser ihn kennen, vor einem Teil so zu geben. Und ja, wir haben ein Trompetenkonzert gewählt, sehr dynamisch, sehr lebendig, und das macht auch Kontrast mit dem Rest des Programms. Ja. Einen haben wir noch nicht erwähnt, das ist Antonio Vivaldi, auch ein Meister, der sehr produktiv war mit 500 Konzerti, allein für insgesamt Konzerti sind es, glaube ich, 500. Sie aber bringen ihn nicht nur mit einem Flötenkonzert, sondern auch als Opernkomponisten, ein Aspekt, der ja lange ein bisschen im Hintergrund stand. Wie ist sein Opernschaffen zu bewerten? Sollte man erstens sagen, dass Opernkomponist Vivaldi wurde sehr neu entdeckt. Mhm. Weil es ist eine lange Geschichte, aber alle Werke von Vivaldi, die Oper von Vivaldi, wurden total vergessen, weil die Handschriften wurden dispersed, wurden nicht mehr gefunden bis im 20. Jahrhundert. Als zwei Italiener hatten geschaffen, die zwei Teile der Handschrift zusammenzuführen. Und jetzt alles ist in Torino, in der Bibliothek in Torino. Und wir haben die Oper. So, die Rezeption von der Oper von Vivaldi ist sehr neu. Und das hat einen großen Einfluss auf die Musikwissenschaft und wie auch die Musikwissenschaftlerin. Musikwissenschaftler über diese Musik schreiben können. Und weil die Konzerte waren schon seit lange bekannt und aufgeführt. Ich soll sagen, die Oper von Vivaldi sind ein bisschen sind nicht immer auf dem sehr hohen Niveau wie Händel oder wie Bach. Es gibt einige sehr, sollte man sagen, üblichen Arien, ein bisschen so Geschmack der Epoche und ab und zu wunderschöne Momente, unglaubliche Öffnungen. Und natürlich, Sie wissen, dass Cecilia hat sich viel mit Vivaldi beschäftigt. Kann man sagen auch, dass sie hat ein bisschen die Vivaldi-Oper entdeckt für das große Publikum. Ja. Vivaldi-Album ja. Ende des... Vor 20 Jahren? Ja, genau. Ja, ja. Und dann, ab diesem Moment, viele Theater haben angefangen, wieder Vivaldi. Das auf jeden Fall muss man machen, ich denke. Ja. Aber die große Meisterwerke finde ich nicht, um ehrlich zu sein. Aber sehr große und interessante Arien doch. Ja. Momente, absolut. Und eine solche werden wir dann am 21. August auch hören können mit Ihnen und den Musiciens de France und Cecilia Bartoli. Gianluca Capuano, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, für all die interessanten Ausführungen und für Ihren Kenntnisreichtum, der wirklich erstaunlich ist. Entschuldigung für mein Deutsch. Oh, ich bin perplex gewesen. Ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet, dass Sie so fantastisch Deutsch sprechen. Und es ist wunderbar. Und ich glaube, Sie haben auch vielen damit eine große Freude gemacht, dass Sie das getan haben. Wir freuen uns jedenfalls sehr, Sie zusammen mit Cecilia Bartoli und den Musiciens du Prince Monaco erleben zu können am 21. August. Wir wünschen Ihnen dafür alles Gute und natürlich auch für alle weiteren Projekte, die Sie planen. Haben Sie ganz herzlichen Dank für alles und bis dahin. Danke.